Mahlzeit, ich bin Nero von Vinero TV und habe für euch ein Monster Hunter Video. Heute geht es um den neuen Wackelwurmkopf, der ab jetzt bis zum 8. März für euch verfügbar sein wird. Um diesen, naja, nennen wir es mal Helm schmieden zu können, müssen wir die neue Event Quest Lass Wackeln abschließen. Diese Quest ist ab Jäger Rang 11 und führt uns ins Korallenhochland, wo wir dann 10 Wackelwürmer einfangen müssen. Wer sich jetzt fragt, was diese Wackelwürmer überhaupt sind, das sind diese kleinen feinen Würmchen, die aus der Erde herausgucken und mit dem Wind mitwackeln. Ihr könnt sie mit einem Fangnetz einfangen, aber Achtung, verscheucht sie bloß nicht. Um diese dann einfacher zu fangen und sie nicht zu verscheuchen, solltet ihr euch den Ghillie-Mantel einpacken. Damit könnt ihr beliebig rangehen und oft auch 2 bis 3 Würmchen einfangen. Also dieser Mantel hilft euch dabei wirklich enorm. Da sie sich nach dem Netzwurf alle verstecken, sollte man an einen Ort gehen, wo mehrere Grüppchen von diesen Wackelwürmern rumstehen, damit man das schnell erledigen kann. Beispielsweise ist dort das Lager 1, wenn man runterspringt, ein ziemlich guter Ort dafür. Da kann man einfach im Kreis rennen und falls dann mal irgendwann keine mehr nachspawnen sollten, dann reist man schnell zum Lager 12. Da sind dann am Anfang wieder einige davon, wo man dann mit dem Mantel auch wieder gleich 3 Stück einfangen kann. Also das sind ziemlich gute Orte dafür. Nach Abschluss der Quest erhaltet ihr dann 1 bis 4 Wackelwurm-Tickets. Das ist zufällig, je nachdem wie Glück man hat. Ich habe da 2x2 Tickets bekommen, also 2x musste ich das Ganze machen, denn ihr braucht insgesamt 3 Stück davon. Sobald ihr das erste bekommen habt, schaltet sich beim Schmied dann dieser Helm frei und wir sehen die anderen Zutaten. Chamos Lederhaut Plus, Gajau Schuppe und Korallenknochen. Nun kann der Spaß aber losgehen. Damit es lustiger wird, packen wir noch eine schöne Farbe drauf und das Wackeln kann beginnen. Man könnte jetzt zwar denken, okay, schön und lustig, aber es hat keinen Nutzen. Aber der Helm hat den Perk Wirkbereich auf 2 und besitzt 2 Slots für die Stufe 1 Juwelen. Wer also mal Supporter spielen sollte oder möchte, ist mit diesem Helm wirklich sehr gut beraten, denn wenn man für diese 2 Slots jetzt 2x den Freundschaftsjuwel draufpackt, dann hat man das Ganze schon mal auf Stufe 4 und hilft seinem Trupp mit 2/3 der Effekte, die man selbst benutzt. Und wenn man da jetzt noch einen dritten Juwel und vor reinpackt, hat man es auf Maximum und dann kriegen die Teamkameraden auch das Ganze in voller Stärke ab, also ist wirklich ein guter Supporter-Helm. So Leute, also schnappt euch das Ding und habt Spaß damit, ist echt lustig, weil das immer so wackelt, also ich habe meine Freude dran. Ich hoffe ihr auch, von mir soll es das aber gewesen sein. Ich hoffe das Video hat euch gefallen, lasst ein Abo da, um auf den neuesten Stand in Monster Hunter zu sein und haut gerne ein Like raus, falls euch das Video hier gefallen hat. In diesem Sinne, immer schön einschwingen lassen, bis zum nächsten Mal auf Vinero TV.